Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Ralf Böß. Ralf Böß ist Philosoph, Autor und Menschenrechtsaktivist. Er ist Vorstandsmitglied der Bund-Bürger-Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen. Und er hat jetzt das Projekt initiiert, Unsere Verfassung e.V., ein eingetragener Verein für unsere Verfassung. Herr Böß, schön, dass Sie da sind. Danke. Brauchen wir so einen Verein, der sich um unsere Verfassung kümmert? Na, es gibt im Moment nicht viele, die sich wirklich drum kümmern. Es gibt jetzt von der Basis her wieder. Aber eigentlich wird unsere Verfassung ziemlich schlecht behandelt, vor allen Dingen von oben. Haben wir denn überhaupt eine Verfassung? Nein, wir haben nicht wirklich eine Verfassung. Also wir haben, das muss man vorsichtig sagen, das Bundesverfassungsgericht geht damit um wie mit einer Verfassung. Also insofern kann man sagen, wir haben tatsächlich eine Verfassung. Aber das ist in die Welt gekommen in einer Art, die Mütter und Väter des Grundgesetzes nicht als Verfassung betrachtet haben, sondern die haben gesagt, es ist ein Widerspruch an und für sich, eine demokratische Verfassung einem Volk von oben zu geben. Sondern da sollte es doch bitte eine Mitbestimmung haben. Und das war damals 1948, 1949 nicht möglich. Weil damals haben die Besatzer, das war ja im Westen, hatten die Allmacht gewissermaßen und da musste man halt... Da hatten die das volle Sagen und im Sinne der Mütter und Väter des Grundgesetzes ist eine Verfassung nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Freiheit eines Volkes, die Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Und das stand natürlich dem Ansinnen, eine Verfassung zu machen, völlig entgegen, weil damals gab es überhaupt keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise für das Volk tatsächlich eine eigenständige Abstimmung über diese Sache zu machen, vor allen Dingen 1948, 1949, frisch nach dem Dritten Reich, ob man da so tiefgreifende Änderungen überhaupt hätte akzeptieren können, wie es in dem Grundgesetz dann gegeben war, dass man die Würde des Menschen ins Zentrum stellt, statt das Volkswohl und so weiter und so fort. Das wäre damals unmöglich gewesen. Deswegen haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes was ganz Interessantes gemacht. Die haben vorne drauf geschrieben aufs Grundgesetz. Sie haben es nur Grundgesetz genannt und nicht Verfassung. Grundgesetz ist, was ein Besatzer in einem besetzten Gebiet gibt, damit da läuft, was der Besatzer will. So, aber so war es nicht. Es haben nicht die Amerikaner vorgegeben den vollen Inhalt. So, die haben Strukturen vorgegeben, es muss eine Demokratie sein, es muss föderal sein. Und damit haben sie sich dann schon fast rausgehalten. So, ganz vorsichtig. Aber die haben deswegen vorne drauf geschrieben, Grundgesetz nicht der Bundesrepublik Deutschland, sondern für die Bundesrepublik Deutschland. Da sieht man, dass es gegeben ist. Und der letzte Artikel heißt, dieses ist der Artikel 146, der letzte Artikel, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. So ungefähr, damit ist der Rahmen des Grundgesetzes von der ersten Seite bis zur letzten Seite, dass es ein Provisorium ist. Und das stand ja ganz stark offen, die Frage, als es zur Wiedervereinigung kam, weil da wäre es theoretisch möglich gewesen, dass man mit die Ostdeutschen und Westdeutschen sich zusammen zum Thema Verfassung dann, als vor allen Dingen, weil die Alliierten ihre Hoheitsrechte außer Kraft gesetzt hatten bis zur Wiedervereinigung, da hätte es theoretisch die Möglichkeit gegeben, war aber historisch wahrscheinlich auch nicht möglich. Also ich glaube, wenn ich damals Politiker gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, wir machen lieber schnell eine Wiedervereinigung, anstatt eine große verfassungsgebende Versammlung und das dauert Jahre. Und dann sagen die Alliierten, das gefällt uns gar nicht, was ihr macht. Und das Fenster der Vereinigung, das Zeitfenster würde dann wieder geschlossen, weil die dann sagen, nö, machen wir doch nicht. Also so verstehe ich das im gewissen Grade, aber es wäre da theoretisch möglich gewesen. Okay, das heißt, wenn Staatsrechtler heute sagen, das Grundgesetz jetzt nach 1990 ist im Grunde genommen unsere Verfassung, würden Sie prinzipiell zustimmen, weil es als Verfassung zwar so behandelt wird, aber es ist nicht im Sinne der Mütter und Väter des Grundgesetzes. Genau, und vor allen Dingen, wo ich dann überhaupt nicht mehr mit einstimme, ist, dass unsere Politiker es eigentlich nicht entsprechend behandeln. Das heißt, die Gesetzgebung ist immer mehr verfassungswidrig, weswegen immer mehr Dinge vor dem Bundesverfassungsgericht auch landen und das Bundesverfassungsgericht inzwischen völlig überfordert ist. Mhm. Geben Sie mal ein Beispiel, wo die Politiker unser Grundgesetz oder dann halt im Sinne dieser Verfassung misshandeln. Also es gibt kleine Beispiele, zum Beispiel eigentlich haben wir ein Recht auf, Telekommunikations- und Postgeheimnis. Das heißt, dass wir einen gewissen Schutz haben. Das ist völlig aufgelöst durch den Trojaner.
Solche Dinge gibt es in Massen, das sind die kleinen Sachen, und die, also was heißt klein, das sind gewaltige Sachen, die die Grundrechte außer Kraft setzen. Hartz IV hat die Grundrechte völlig außer Kraft gesetzt, die Sanktionsregelungen da drin, wo man behandelt wurde, ich will mal sagen, das war Sklaverei, so wie es jetzt dann aussehen wird, nachdem wir das im Bundesverfassungsgericht durchgefochten haben, dass es nicht geht, das werden wir dann sehen. Das andere ist TTIP, ganz deutliches Beispiel, da sollten unsere Politiker ein riesiges, also das sind, ist, TTIP war ja die, transatlantischen Gesetze, dass man leichter handeln kann oder sowas und so fort. Und da sollten unsere Politiker ein riesiges Gesetzespaket abnicken, ohne reingucken zu dürfen. Das muss man sich vorstellen. Da wurde die Kompetenz völlig aus dem Bundestag rausgenommen. Die sollten nur abnicken und das Ding sollte weiterhin 5 Jahre geschlossen bleiben, dass man nach Verabschiedung auch nicht reingucken durfte. Und weil es gar kein Gesetzgebungsverfahren gab, hier innerhalb der Bundesrepublik oder überhaupt irgendwo, hätten auch niemals Richter urteilen können über Probleme, die da auftauchen. Deswegen sollte das den Schiedsgerichten übergeben werden und so weiter. Da ist Demokratie, Rechtsstaat, alles außer Kraft gesetzt worden, was überhaupt außer Kraft zu setzen ist. Und solche Dinge sind in Massen am Laufen. Und das muss man einfach wissen und dann guckt man zu. Die ganze EU, unser Parlament gibt die ganze Zeit Kompetenzen ab an die EU und die EU ist eine nicht demokratische Institution. Ja, dann kann man die Kompetenzen überall hin abgeben. Das heißt, unser gesamter Bundestag ist nicht mehr im Sinne des Grundgesetzes organisiert. Weder ist er demokratisch, noch hat er Kompetenzen. Die Kompetenzen sind längst bei Leuten, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Das ist das Problem. Und wo wir außen zugucken dürfen und dann kriegen wir mal erzählt, jetzt haben wir einen Herrn Weber in die Spitze der EU gewählt und dann plötzlich sitzt da eine Frau von der Leyen und so weiter und so fort. Das ist ja ganz egal, was man macht. Das hat alles keine Bedeutung mehr. Unser Militär wird zur Speerspitze gegen Russland erklärt, ob wir das wollen oder nicht. Wir haben genügend Probleme gehabt mit den Russen. Es ist eine Schweinerei, dass die Deutschen sich das überhaupt noch mal wagen, in diese Position zu treten, anstatt die Entspannungspolitik weiter zu betreiben, die wirklich die einzige war, die jemals Sinn hatte. Und stattdessen machen wir eine Aufrüstungspolitik und eine Politik auf diesem Sektor im Rahmen der amerikanischen Interessen. Das ist einfach nicht zu fassen und so weiter und so fort. Das heißt, überall, wo das Volk überhaupt was zu sagen hätte, ist es ausgeschlossen. Da muss ich den Kernsatz noch sagen an der Stelle. Frau Merkel hat mal gesagt, wir sind eine marktkonforme Demokratie. Da kann man drüber reden. Ne? So, und dann denkt man, vielleicht hat sie sich vertan. Aber der Herr Schäuble hat gesagt, wir können es nicht gestatten, dass durch Wahlen die Wirtschaftspolitik in Frage gestellt wird. Damit sieht man ganz deutlich, dass es nicht mehr um Demokratie geht, sondern um den Einfluss der Wirtschaft. Und die sogenannte Demokratie ist nur noch, ich will mal sagen, ein Feigenblatt. Und das Grundgesetz ist außer Kraft gesetzt. Und damit ist, damit haben wir nicht nur keine Verfassung, wir haben auch kein Grundgesetz. Ja, genau. Was würde sich dann ändern, wenn das Volk jetzt in freier Entscheidung zusammentritt und eine Verfassung erklärt, beziehungsweise das Grundgesetz zur Verfassung in diesem Sinne erklärt? Ist es nicht einfach nur eine Wortklauberei oder dass man ein anderes... Die Gefahr ist da. Also wir haben heute das Problem, dass durch diese Sachen mit Corona die Bevölkerung sehr beunruhigt ist oder viele Leute sehr beunruhigt sind, sehr zu Recht. Ich meine, das ist nicht erst seit Corona, dass die Demokratie außer Kraft gesetzt wird, aber jetzt verstärkt. Da haben wir das Problem, dass viele Leute dafür aufwachen und sagen, wir rufen verfassungsgebende Versammlungen auf. Das halte ich für ein ziemliches Problem. Also das halte ich für ein Grundproblem. Wenn man jetzt eine verfassungsgebende Versammlung, die ist ja gerechtfertigt. Das Volk hat jederzeit das Recht, sich eine verfassungsgebende Versammlung auszurufen und eine eigene Verfassung zu machen. Das Problem ist, damit setzt man das Grundgesetz außer Kraft. Also man tut, als wäre das Grundgesetz nicht in Ordnung. Wir wollen eine verfassungsgebende Versammlung, heißt auf Hochdeutsch, das Grundgesetz ist nicht in Ordnung. Das wirkliche Problem, was wir aber haben, ist, dass die Politiker sich nicht ans Grundgesetz halten. Es steht eigentlich die direkte Machtfrage zu den Politikern, ist das Problem nicht. Und jetzt kommt noch was, das Grundgesetz ist eigentlich unser Immunsystem gegen die
gegen die Einflüsse, die da von außen gehen. Das Grundgesetz ist unglaublich sauber konzipiert, das muss man sagen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben zwar gesagt, es ist nur ein Provisorium, bis das Volk sich eine eigene Verfassung gibt, aber sie haben gesagt, der Inhalt muss stimmen. Formal ist es ein Provisorium, aber der Inhalt muss stimmen. Und es ist unglaublich sauber gearbeitet, das Grundgesetz, in seinen Grundlinien, also im Gegensatz. Und jetzt kommen die Leute und sagen, wir wollen eine verfassungsgebende Versammlung und machen da ganz viele Vorschläge und zerschlagen damit das Grundgesetz und springen sich selbst in die Position, verfassungsfeindlich zu sein. Ist das deutlich? Das taucht ja sofort auf. Die wollen eine verfassungsgebende Versammlung. Damit sind sie dem Grundgesetz gegenüber feindlich. Das ist ein Riesenproblem und da muss man einen anderen Weg gehen. Und den Weg sehe ich so, dass wir eine Volksabstimmung machen und zu sagen, wir erheben das Grundgesetz selber zur Verfassung. Ja. Weil die meisten Menschen sagen, das Grundgesetz ist geil. Wir haben nicht das Problem, dass das Grundgesetz nicht stimmt, wir haben das Problem, dass die Politiker nicht stimmen. Ja. Das Grundgesetz selbst zur Verfassung erheben und wenn dann gefragt wird, was sich ändert, erstmal nur der Name. Ja. Aber wenn man dann noch den nächsten Schritt geht und sagt, wir wollen auch, dass Volksabstimmung vollumfänglich im Grundgesetz verankert ist, also nicht eine Nebenexistenz führt wie heute, bis auf Landesebene gibt es ja gerade mal sowas und dann, ob es die Politiker ernst nehmen, ist noch eine zweite Frage, sondern der erste Schritt ist, wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung, wir verankern Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung und sogar die Souveränität über die Verfassung. Selbst jede Verfassungsänderung geht nur noch durch Volksabstimmung. In dem Moment haben wir vollständig das gesamte Ding in der Hand. Und das ist eine Volksabstimmung, ich lese sie mal vor, damit man das mal sich vorstellen kann, ja? Und dann erzählen wir darüber, was sich dann ändert. Weil das ist der Hammer, was sich dann ändert. Also, wir sind dabei, die Volksabstimmung vorzubereiten, und zwar im Internet. Das heißt, auch wenn demnächst draußen alles verboten ist, es wird ja jetzt alles verboten, immer mehr, und wer weiß, wie lange das geht, kann man im Internet zusagen. Und die Abstimmungsfragen heißen, ich stimme zu, das Grundgesetz der Bundesrepublik nach Artikel 146, das Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also, ich stimme zu, das Grundgesetz der Bundesrepublik nach Artikel 146 als Verfassung der Bundesrepublik zu übernehmen. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. In dem Moment, wo die Abstimmung gelaufen ist, sind wir der Souverän. Und unsere Politiker sind genau das, was sie eigentlich von Anfang an nur zu sein hatten, unser Personal. Und nicht diejenigen, die uns hier am Nasenring rumführen und uns die ganze Zeit vorspiegeln. Sie hätten das Sagen. Sofort mit einem Schlag. Gehen wir das an einem konkreten Beispiel an. Sie haben ja eben einiges genannt, wo Politiker sich eben im Grunde genommen über das Grundgesetz hinwegsetzen. Wie wäre das dann mit diesem Recht auf Volksabstimmungen zu verhindern? Zum Teil wird es jetzt schon gehen, wird noch nicht genügend genommen. Also Volksabstimmung hat zwei wichtige Elemente. Man kann selbst Entscheidungen treffen. Heute können wir nur Parteien wählen. Ich selber habe mal die Grünen und die SPD gewählt. Ich glaube, es war 2004 und ich schäme mich zu Tode, weil die haben in allen Punkten das Gegenteil gemacht von dem, was man überhaupt sich hat vorstellen können. Also wenn man eine Partei wählt, ist man nie sicher. Das ist ein Zufall, wenn dabei das rauskommt, was man sich gehofft hat. So, das ist das eine. Ne? Bei Volksabstimmungen kann man zu Sachfragen seine Meinung abgeben. Das ist eine völlig andere Sache, hat ja mit der Partei gar nichts zu tun. Die Parteien müssen sich dann darum kümmern, aber es ist dann da, das ist das eine. Durch Volksabstimmung kann man weiter Gesetze in die Welt bringen. Zum Beispiel, ich stünde sehr dafür, das bedingungslose Grundeinkommen mal gesetzlich in die Welt zu bringen, aber nicht in den Händen der Politiker das zu lassen. Weil was da rauskommt, ist immer eine Sauerei. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage. Die werden es immer so machen, dass die Wirtschaft oder irgendjemand Vorteile davon hat. Es soll aber nicht die Wirtschaft davon Vorteile, sondern das Individuum soll Vorteile davon haben. Gegenüber der Wirtschaft oder aus den eigenen Kräften eine Wirtschaft hervorbringen, die, ich will mal sagen, wohl förderlich ist, so in dieser Art. So, das ist die Geschichte. Das heißt, Politiker, wir müssen die Möglichkeit haben, Gesetze in die Welt zu bringen, ohne dass Politiker überhaupt nur daran können. Das ist die andere Geschichte. Die Hürden sind aber relativ hoch.
Und wir müssen die Möglichkeit haben, wenn Politiker Gesetze gemacht haben, die sofort wieder abzuschaffen. Und da müssen die Hürden ganz niedrig sein. Also das ist zum Beispiel in der Schweiz so, ein eigenes Gesetz in die Welt zu bringen, ist ein bisschen mehr Arbeit, aber etwas, was Politiker in die Welt gestellt haben, außer Kraft zu setzen, da sind die Barrieren viel geringer. Das ist ohne weiteres möglich. Und das ist zum Beispiel das Zweite, was nötig ist. Also das, oder, ja, so. Ja. Und dann gibt es noch ein wichtiges Element, darf ich noch eins sagen? Es tut mir so leid, wenn ich hier so rausplaudere mit meinem gesamten Zeug hier. Noch ein wichtiges Element, wir müssen durch Volksabstimmung, wenn wir das Grundgesetz zur Verfassung erhoben haben und die Volksabstimmung vollumfänglich und die Souveränität über die Verfassung mit reingeschrieben haben, dann müssen wir eine verfassungsklärende Versammlung machen. Nicht eine verfassungsgebende, die das Grundgesetz außer Kraft setzt, sondern wir haben das Grundgesetz selber in den Rang der Verfassung erhoben und dann muss es geklärt werden. Wer das nämlich liest, sieht da drinne 1000 Sachen, die noch von 1948 und so weiter, die ganzen Besatzungsrechte, dann die ganzen Schweinereien, die die Politiker reingeschrieben haben, zum Beispiel dieses völlige Umbiegen des Asylrechts und weiß der Kuckuck was, was ja dann überhaupt nicht geklappt hat und dann dazu geführt hat, dass Frau Merkel aus irgendeiner, was völlig Gegenteiliges hat machen müssen und so weiter. Da gehören unglaublich viele Sachen bereinigt, diese im Grundgesetz und auch fortgebildet. Und das wäre, denn wir haben dann das Recht, eine verfassungsklärende Versammlung einzuberufen und das Grundgesetz in Ordnung zu bringen im Rahmen der Verfassung. Das ist der Punkt. Also diese Möglichkeiten haben wir nur durch diese Abstimmung. Die läuft demnächst, wir sind dabei, die gut, das gerade ist der erste Schritt, eben, dass man überhaupt das zur Verfassung erhebt und dann als zweiter Schritt, dass man Dinge klärt, die aber auch dann wieder per Volksabstimmung immer geklärt werden müssten. Genau. Einzelne Artikel dort. Und wenn wir noch kurz bei den Volksabstimmungen bleiben, ist das denn auch im Geiste des Grundgesetzes, der Mütter und Väter des Grundgesetzes, eben auf bundesweiter Ebene Volksabstimmung? Ja, das war schon der Gedanke damals von Carlo Schmitt. Carlo Schmitt ist der große Macher des Grundgesetzes eigentlich. Es ist ein unglaublich positiver Zufall gewesen, dass der Adenauer sich auf Carlo Schmitt, der war auch noch aus der falschen Partei, der kam aus der SPD, verlassen hat, um das Grundgesetz in die Welt zu bringen. Und Carlo Schmitt war ein unglaublich weitreichender, tiefer Denker. Man muss mal seine Ansprachen hören, das ist der Hammer, wie der über das Grundgesetz denkt. Und der war unbedingt der Meinung, dass da vollständige Volksabstimmung reingehört. Das war für ihn der Demokratiebegriff. Der Bürger ist der Souverän und die Politiker sind das Personal. Ganz, wenn man das verfassungsrechtlich sagt, der Bürger ist die verfassungsgebende Gewalt und der Politiker ist die verfasste Gewalt. Da muss man einen Unterschied machen. Ne? Und nicht umgekehrt, so wie das uns heute. Und das war der. Und deswegen hat man reingeschrieben den Artikel 20. Also wir haben ja zwei Artikel im Grundgesetz, die überhaupt bedeutsam sind. Alle anderen sind, wir haben 246 Artikel. Und die anderen, also das Bundesverfassungsgericht und sowas, das sind absolut wichtige Sachen. Sonst kann man ja sich gar nicht gegen staatliche Bevormundung erwehren, wenn es sowas nicht gibt. Also die sind schon wichtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht wichtig sind. Aber es gibt genau zwei, die haben sogar Ewigkeitsrang. Die sind in keiner Weise irgendwie anzurühren. Das ist Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Eigentlich dann auch Artikel 2, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und Artikel 20. Artikel 20 ist das erste Mal, dass überhaupt von der Bundesrepublik geredet wird. Das Interessante am Grundgesetz ist, es ist so aufgebaut, dass die Grundrechte, die sind da, werden als eine von der Verfassung unabhängige Realität anerkannt. Das heißt, sie haben vorrangige Bedeutung gegenüber allem, was der Staat jemals macht. Das heißt, der Staat darf da nicht reingreifen, in keiner Weise. Das ist wirklich der Hammer. So ist das Grundgesetz. Die Menschenrechte stehen im Vordergrund. Es gibt keine Verfassung in der Welt, die so organisiert ist. Alle anderen Verfassungen haben als Basis das Volkswohl. Volkswohl ist aber eine ganz gefährliche Sache, klingt ganz toll. Aber der Hitler hat auch nur gesagt, dass er das Volkswohl haben will. Merk mal, also was das Volkswohl ist, definiert immer die Oberschicht. Und damit ist eine Verfassung, die auf dem Volkswohl basiert, immer faschistisch oder faschistoid. Und wenn Frau Merkel aufs Volkswohl vereidigt wird, ist sie längst noch nicht auf der Höhe
des Grundgesetzes angekommen oder sind die ganzen Sachen, die da passieren, noch längst, sondern die müssen auf das Wohl des Individuums, auf die Menschenwürde, das ist was völlig anderes. Und die haben die Menschenwürde zum Zentrum gesetzt und dann in Artikel 20, der macht die Staatsstruktur. Artikel 1 macht die Menschenwürde, Artikel 20 ist der Grundstein der Staatsstruktur. Die beiden alleine haben Ewigkeitsgültigkeiten. Jetzt die Frage, wie war das mit Carlos Schmitt, was hielt er von direkter Demokratie? Da drin steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. So, das ist dieses und Abstimmung, da steckt es drin. Man hat sehr viel getan, um das zu verbrämen, weil man Angst davor hatte. Auch die Besatzer hatten Angst davor, vor echten Volksabstimmungen, weil damit ihre Macht in Frage gestellt war. Und man Politiker wesentlich besser lenken kann als das Volk. Genau. Man schiebt das immer vor, das Volk ist so verführbar und irrational, deswegen lieber keine Plebiszite. Aber die Politiker sind noch viel einfacher. Man schaut an Frau Klöckner, wenn die dann hingeht und die Lebensmittelgesetze macht. Wer ist denn verführbar? Da steht doch dann Nestlé und sowas. Die machen doch die Gesetze direkt. Also egal wo, auf allen Feldern werden die Gesetze, wenn die Gesetze für die Banker gemacht werden, für die Banken gemacht werden, das machen die Banker. Wer ist denn da verführbar? Also zum Thema. Also so, ne? Aber dieses durch Wahlen und Abstimmung, das wollte der da auch drin haben. Und dann hat man das aber verkürzt und hat gesagt, nee, machen wir nicht. Das darf drinnen stehen. Jetzt klingt es, wie wenn das ein Doppelmoppel wäre. Also Wahlen und Abstimmungen. Eine Abstimmung ist ja eine Wahl. Ist aber nicht so, sondern das war von vornherein ganz anders gemeint. Und dafür gibt es auch Belege man hat immer alles mitgeschrieben, was damals geredet wurde. In den Gesprächsmitschriften gibt es dafür deutliche Belege. Und das ist einfach selbstverständlich so. Wir sind ja nicht der Souverän, wenn wir nur wählen dürfen. Dann sind die Parteien der Souverän. Also Abstimmungen und Ihr Verein, unsere Verfassung e.V., schlägt jetzt vor und stellt auch die Struktur dafür bereit, erstmal per Abstimmung im Internet das zur Verfassung, also das Grundgesetz zur Verfassung zu machen. Wir sind gerade dabei, das herzustellen. Das ist noch nicht online, aber die Struktur entsteht gerade. Es soll bald rauskommen. Ist in der Testphase und so schnell wie möglich hauen wir das raus. Dann sind wir gespannt, was passiert. Wie sieht das dann genau aus? Klickt man irgendwo drauf und sagt, ja, ich will? Es gibt eine nette Webseite, die heißt dann unsere-verfassung.de. Und da kann man draufgehen und dann steht ab in naher Zukunft, abstimmen und dann geht man drauf und dann kann man abstimmen, dass man das für richtig hält. Ja, wird da irgendwas getestet, ob man 18 ist oder ob man nicht fünfmal drauf geklickt hat? Das sind Probleme, die wir natürlich im Hintergrund dann zu regeln haben. Okay, das wissen wir natürlich, was passiert dann und so weiter Genau. Und wie regelt man das und so weiter und so fort. Und wie geht man mit den Daten um? Wir gehen davon aus, also ich sage es ganz vorsichtig, wir gehen davon aus, dass man versucht, uns auf allen Ebenen abzuschießen, ganz einfach, weil das ist was. Das ist die Machtfrage direkt. Das ist nicht jetzt eine Frage, wollen wir Masken haben oder nicht, sondern wollen wir uns so ein Personal noch leisten, welches so tut. Das ist so ähnlich. Es gibt so ein, wo Odysseus am Ende nach Hause gekommen ist, in sein Schloss wieder nach seiner langen Reise. Ne, da haben andere Leute das Sagen gehabt. Ne? Und dann muss man dann irgendwann mal sagen, Freunde, jetzt wollen wir mal sehen, wer hier der Herr ist, ne? So ungefähr. Und das ging ja dann auch, hat ja dann, naja gut, wie immer, da kann man ja mal gucken, was da passiert. So, und ich denke, also für uns ist es so, wie als der Luther an der katholischen Kirche die Dinge angeschlagen hat, die Thesen, er hat in der katholischen Kirche das Christentum eingefordert. Ja, das machen wir jetzt hier in der Bundesrepublik mit dem Grundgesetz. Und das hat aber damals zu 30 Jahren Krieg geführt und ich weiß nicht, zu was das hier führen wird. Das werden wir sehen. Es wird also sicher nicht einfach und man wird versuchen, es auf allen Ebenen abzuschießen. Und damit müssen wir ja dann umgehen lernen. Und ich hoffe, wir kriegen genügend Rückhalt, dass wir das überleben, ganz einfach. Ist es ein nationalstaatliches Projekt, wenn man sieht, die Bewegung geht doch eher Richtung Europäisierung oder eben EU? Und auch Abgabe von Souveränität, ist das jetzt hier eine Behauptung von nationaler Souveränität? Also es gibt Leute, die haben uns das vorgeworfen. Wir würden ja, jetzt geht alles EU und wir machen hier Grundgesetz zur Verfassung erheben. Das ist ein nationalstaatliches Projekt. Da sage ich,
Nein, sondern es ist direkt ein voll europäisches Projekt, aber an der Stelle angefangen, wo es geht. In der EU kann ich gar nichts wandeln als Bürger. Selbst meine Stimmen sind völlig bedeutungslos. Und wenn ich ein Parlament gewählt habe, habe ich ein Parlament, was nichts zu sagen hat. Dieses Parlament hat nicht mal das Recht, Gesetzesvorschläge zu machen. Ey, was soll denn ein Parlament, was überhaupt keine Rechte hat, außer mal Nein zu sagen, wenn von oben was kommt? Und dann wird so oft vorgelegt, bis es Ja sagen. Also das ist absoluter Wahnsinn, das ist eine reine Vorspiegelung. An diesem Ding kann man gar nichts ändern. Das kann man eigentlich nur, ich sag's mal freundlich, neu gestalten. Vor dem Neugestalten gehört aber das Schleifen. So in dieser Art. Wenn Europa ist das Stärkste, ist ja jetzt nicht wie Liechtenstein irgendwo was Kleines, sondern Europa ist der, Deutschland. Deutschland ist der dickste Brocken in Europa und in der Mitte und die stärkste wirtschaftliche Macht. Wenn in Deutschland eine Demokratiebewegung losgeht, eine echte Demokratiebewegung, dass man wirklich sagt, wir machen jetzt die Volksabstimmung über alles drum und dran, dann hat das Auswirkungen in Gesamteuropa. Das heißt, alle Länder Europas, da werden diejenigen, die demokratischen Kräfte, kriegen dadurch Aufschub. Und da, also, oder Auftrieb. So. Und dann ist es gar nicht wichtig, dass wir gewinnen. Wir müssen nicht alle, was weiß ich, 60 Millionen Stimmen kriegen oder sowas, sondern es ist gar nicht wichtig, sondern diese Bewegung an und für sich. Und dadurch muss die EU sich ändern, ob sie will oder nicht. Sonst ist sie weg und das ist der richtige Weg. Nicht sie einfach zerschlagen, sondern was in die Mitte zu stellen, was es gewissermaßen hilft zu überwinden. Weil auch in der EU gibt es Leute, die ganz anständig sind. Selbst im Parlament gibt es noch Leute, die anständig sind. Das sind zwar wenige, aber es gibt sie. Und die darf man ja nicht alle dann verteufeln, sondern man muss die Bedingungen so machen, dass es Sinn macht, im Sinne der Demokratisierung auch zu arbeiten. Weil man den Rückhalt hat und den braucht man von den Bevölkerungen. Und das geht hier los. Gibt es Vorläufer oder andere Projekte, die in eine ähnliche Richtung gehen, denen Sie vielleicht sogar auch sympathisch gegenüberstehen? Oder eben, Sie haben eben schon gesagt, verfassungsgebende Versammlungen sehen Sie kritisch, eben Menschen, die dort auch an dem gleichen Projekt arbeiten, aber das eben auf eine andere Weise tun? Also ich sehe verfassungsgebende Versammlungen nur zuvor nicht unbedingt kritisch, sondern ich finde es total gut, sich Gedanken zu machen über die Inhalte. Weil in der verfassungsklärenden Versammlung könnte es sein, dass das eine oder andere dort bearbeitet werden muss. Und da ist es gut, durch die jetzigen sich gebildet habenden verfassungsgebenden Versammlungen Ideen da sind, die dann auch zum Zuge kommen können. Die können jetzt nicht zum Zuge kommen. Eine verfassungsgebende Versammlung, die heute entsteht, ist immer in der Position des Vasallen. Und noch nicht in der Position des Souveräns. Man muss erst die souveränen Position und dann darüber nachdenken in Form einer verfassungsklärenden Versammlung. Aber ich habe nichts gegen die verfassungsgebenden Versammlungen, sondern was die erarbeiten, inhaltlich, wird dann zum Thema werden in der verfassungsklärenden Versammlung. Soweit. Und dann, es gibt noch andere Zusammenhänge. Es gibt zum Beispiel Mehr Demokratie, ein riesiger Verein oder ein großer Verein, der seit 30, 35 Jahren und versucht, Volksabstimmung bundesweit zu etablieren. Dann gibt es Omnibus für direkte Demokratie. Direkte Gründungen sind das von Josef Beuys oder ausgehend von Josef Beuys und so weiter. Ich habe außerordentliche Hochachtung davor. Aber was sie bisher immer gemacht haben, und das unterscheidet und ganz strikt, die haben immer versucht, die Politiker zu überzeugen, dass die Politiker die Volksabstimmung einführen. Das ist so ähnlich, wie wenn ich die Mafia frage, ob sie anständige Gesetze für uns macht. Also dieses, dass man noch Politiker fragt, gibt den Politikern einen Rang, den sie im Sinne des Grundgesetzes nicht haben und den man ihnen hat zugestehen dürfen bis ungefähr 2000. Aber seitdem ändern sich die Weltverhältnisse in einer Weise, dass man diesen Politikern nicht mehr trauen kann. Ich meine nicht die Menschen, sondern ich meine das Wesen der Parteien, welches die Menschen, die da drinnen sind, ich will mal sagen, stranguliert, schleift und schminkt, aber nicht mehr sie selber sein lässt. Das ist das Wesen der Parteien. Ist ja unglaublich, wenn man nur einmal was dagegen hat, was die Partei will, dann wird man schon steif angeguckt und beim zweiten Mal ist man raus. Dann hat man seinen Arbeitsplatz verloren und alles verloren, seinen Rang und Namen und alles. Dadurch findet da überhaupt nichts mehr statt, was irgendwie mit dem zu tun hat, was wir wählen oder sowas, sondern da findet was völlig anderes statt. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Haben Sie Gegner, Sie haben eben schon angedeutet, dass Sie wahrscheinlich da torpediert werden. Können Sie das jetzt schon ausmachen, wer sich dagegen stellen wird und gibt es schon Anfeindungen gegen Ihren Verein?
Ich sage das ganz vorsichtig. Man sagt heute, wenn man heute sagt, verfassungswidrig, die Presse das sagt, ne, dann guckt sie auf die Reichsbürger hin. Ne, die Reichsbürger ist eine kleine Gruppe. Und auf die Nazis. Das ist eine Gruppe, die ist an Bedeutung in der wirklichen Welt eigentlich fast nicht vorhanden. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Sie werden in der Presse unheimlich hochgerissen, aber sie sind in der wirklichen Welt gar nicht vorhanden. Die wirklichen Verfassungsfeinde, entschuldige mich, sitzen in der Regierung und die dahinterstehenden ganzen Finanzmächte. Also das sind, also der Finanzmarkt, der hält überhaupt nichts von Demokratie. Die EU hält nichts von Demokratie. Es gibt einen ganz wichtigen Grund. Ich muss das einfach mal erzählen. Darf ich das noch? Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir haben. In der EU, ne? Das Grundgesetz ist so gebaut, im Zentrum steht die Würde des Menschen. Artikel 1. Und dann kommt Artikel 20. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer, sozialer Bundesstaat. Sozial deswegen, weil die Würde des Menschen unantastbar ist. Demokratisch deswegen Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Geht nur in der Demokratie. Das heißt, dieser ganze Artikel 20, die Staatsstrukturprinzipien sind lückenlos aus den Menschenrechten gehoben. Der nächste Satz heißt, das ist die einzige Verfassung in der Welt, wo es das überhaupt ist. Alle anderen definieren erst den Staat und dann kommen die Menschenrechte irgendwo am Rande. Das kann man gucken. Man guckt sich die amerikanische Verfassung an, da kommen die Menschenrechte gar nicht vor. Und so weiter. Also die englische, überhaupt, wo man hinguckt. Es gibt alle anderen, die definieren sofort den Staat und die Menschenrechte kommen nie vor oder am Nebenrand. So, und das ist im Grundgesetz völlig anders. So, der nächste Satz heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Dann kommt, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Das heißt, das ist der Rechtsstaat, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen Recht auf Widerstand. Steht da auch noch drin. Das ist der Hammer, dieser Artikel. So, und diese Strukturen werden außer Kraft gesetzt. Warum habe ich das jetzt erzählt? Die Reichsbürger. Ach, die Reichsbürger, genau. Hier wird alles außer Kraft gesetzt durch die demokratische, rechtsstaatliche Struktur und alles wird außer Kraft gesetzt durch die Regierung. Das sind unsere wahren Feinde. Und das sind die großen Feinde. Und mit denen ist die Presse aber so verbunden, dass man über die nie spricht. Ne? Dann kommt diese Sache mit TTIP, anstatt mal zu sagen, sag mal, wie steht ihr überhaupt noch zur Verfassung? Ne, wird dann über die paar hunderttausend Demonstranten da geredet, die da rumeiern. So, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, was haben wir für eine Regierung? Was passiert? Wie kommt es, dass unsere sämtlichen Politiker da, fast alle, oder der Großteil, so groß, dass es keine Wandlung, da ja sagen und nur daran gehindert werden konnten, die Bundesrepublik, die sämtliche rechtsstaatlichen und demokratischen Grundstrukturen völlig außer Kraft zu setzen, nur daran gehindert wurden, weil plötzlich der Trump gewonnen hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, der hat es ja da nicht gemacht. Ne? Überall, auf allen Ebenen, das ist der wahre Feind. Und da bin ich gespannt. Ich meine, das wird richtig spannend, das zu überleben. Ja. Wie soll das dann praktisch aussehen, wenn jetzt schon die Politiker solche Ja-Sager sind, wenn die Medien mit ihnen unter einer Decke stehen, um das so pauschal zu sagen? Wenn Sie jetzt diese Website aufgesetzt haben und dort stimmt auch eine Menge von Menschen ab, wo geht das dann hin? Wer soll auf Sie hören? Wer soll daraus etwas folgern? Na, also wir werden schon dafür sorgen, dass dann die Anzahl der Stimmen auch bekannt wird. Und das ist nicht alles. Man stimmt nicht nur ab, diese drei Fragen, sondern man stimmt auch was Weiteres ab. Das muss ich mal, wenn ich das darf, erzähle ich das kurz. Man stimmt die drei Fragen ab. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 GG zur Verfassung zu erheben. Das ist der Urimpuls der Mütter und Väter des Grundgesetzes. Deswegen haben sie es nicht Verfassung genannt. Das heißt, was wir hier machen, ist Erfüllung dessen, was sie damals wollten. Das muss man sich klar machen. Also zum Thema Verfassungsfeinde, die das nicht wollen, die können nur zeigen, dass sie verfassungsfeindlich sind. Das Zweite ist, ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass das Dritte, über das auch über den Inhalt der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Und dann gibt es da was ganz Interessantes. Darunter gibt es dann einen Link, der heißt, die Änderungen des Grundgesetzes im Einzelnen, die damit beschlossen werden. Und das muss man sich, und da lese ich mal vor, was dadurch passiert.
da passiert wirklich was, weil sobald ich unterschreibe, habe ich Folgendes mit unterschrieben. Das klingt ein bisschen wie das Kleingedruckte dann. Das ist das Kleingedruckte, das unterschreibe ich ja mit. Gut, dass Sie es jetzt sagen. Ja, das ist wichtig. Ohne dieses Kleingedruckte wäre das nur eine ins Blaue geblasene Willensentscheidung. Aufs Kleingedruckte kommt es an. Und das heißt folgendermaßen, auf der Seite findet man das dann, ist hier der Text des Grundgesetzes, Änderungen und Texte der Verfassung. Ja, also was man abgestimmt hat. Da steht als erstes der Titel alt, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Titel neu, Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ist das deutlich? Ja? Dann gibt es eine neue Präambel, die brauche ich jetzt nicht. Dann steht da, alle Worte, das Grundgesetz, des Grundgesetzes, dem Grundgesetz werden in die Verfassung und so weiter, der Verfassung und der Verfassung geändert, die da drinnen vorkommen. Das heißt, es geht automatisch so ein Ding durch und das ist alles geändert. Das nächste ist, jetzt wird es interessant, Artikel 23. Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik bei der Entwicklung der Europäischen Union mit und so weiter und so fort. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. So steht es heute im Grundgesetz. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Das machen die am laufenden Bande. Ab dann wird da stehen, und diese Änderung bestimmt man halt gleich mit, steht da, der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen, sofern das Volk in einem Volksentscheid nach Artikel 78a zustimmt. Bums. Und das an jeder Ecke, wo in der Gesetzgebung irgendwas gesagt wird, steht immer, sofern das Volk zustimmt oder wenn das Volk das nicht selber macht. So, also da wird der gesamte Text des Grundgesetzes ist entsprechend geändert. Das habe ich dann mit unterschrieben. Ist das deutlich? Ich habe vollständig alles, auch die Implantierung der Volksabstimmung bundesweit und der Souveränität über die Verfassung, habe ich damit unterschrieben. Und wenn jetzt hier Millionen Menschen unterschreiben, dann gilt das, weil das deren Willensentscheid ist. Es ist dann der direkte Willensentscheid des Souveräns. Da muss es doch eine bestimmte Zahl geben, ab wann das möglich ist. Da gibt es eine gewisse Zahl. Darüber, das lassen wir mal, also jetzt, ich würde mal sagen, im Extremfall, also wir bräuchten 51% oder ein bisschen über 50% der Wähler, also der Wahlberechtigten in Deutschland. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, man könnte es natürlich auch so machen wie die Parteien. Die sagen, die nicht mitwählen, die werden erst gar nicht gezählt und von denen, die gewählt haben, nehmen wir die Mehrheit. Also wer mehr Ja gewählt hat, dann ist es gut. Also ich will mal sagen, das sind die zwei Extreme. Die eine ist die zynische Variante, die so agiert wie unser politisches Wesen. Die Nichtwähler werden gar nicht gezählt. Dann wären wir froh, je mehr Nichtwähler es gibt, weil dann machen wir das untereinander und dann gilt das. Ne? So, das ist aber nicht unser Wille. Aber das wäre die zynische Variante, die so zynisch ist wie das, was heute im Bundestag passiert. Das ist eine andere Geschichte. So. Und die ehrliche Variante wäre quasi alle Bürger damit zu beschäftigen, so dass es da dann auch ordentlich und dass man dann davon die Mehrheit hat. Ganz einfach. Und weil das nicht so schnell geht, haben wir gesagt, wir machen die Wahl offen. Das heißt, wir machen nicht einen Termin, wo wir sagen, bis dahin haben wir das geschafft, sondern wir machen das offen und sobald wir genügend Stimmen haben, haben wir gewonnen. Okay. Das kann sich ja durchaus noch hinziehen. Das kann sich hinziehen. Wie bei den PCR-Testzahlen, dass das kumuliert wird. Das kann sich hinziehen, das ist das eine. Und das andere ist, wir wissen ja nicht, wie lange, nehmen wir mal an, das sind 5 Jahre und sie haben erst gesagt ja und dann sagen sie, also das ist ja so bescheuert, ich sage nein. Oder umgekehrt, man sagt erst nein und sagt nach 3 Jahren, also irgendwie macht es doch Sinn, sage ich ja. Da kann die Stimme auch geändert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen, die Stimme muss änderbar sein, sonst können wir am Ende nicht damit reinfahren. Ganz einfach. Aber so sammeln wir jetzt die Stimmen, so beginnt die Initiative. Gut. Eine Frage zum Abschluss, was mich natürlich noch interessiert. Wie hoch schätzen Sie die Realisierbarkeit ein, wenn ich jetzt rechne, vielleicht 30 Millionen Stimmen müsste man vielleicht haben, wenn es die Hälfte des Wahlvolks ist, dann sehe ich die Menschen und höre so, womit sie sich sonst so beschäftigen. Und bis sie mal auf die Seite unsereverfassung.de kommen, passiert ja auch, glaube ich, muss noch einiges passieren. Also
Genau, also diese Seite Verfassung, unsere Verfassung.de, die ist natürlich im Weltzusammenhang fast gar nicht zu sehen. Ne? Und das wird vielleicht auch, also das würde wahrscheinlich auch so bleiben. Da gehören unglaublich große Kampagnen dazu, um die Sache laufen zu lassen. Die Seite selber ist ganz einfach gestaltet, keine Kampagnenseite. Da gucken Leute drauf, sagen, damit erreicht es auch nie die Jugend, viel zu viel Text und so weiter und so fort. Ne? Ja. Für uns ist es so, dass wir sagen, es muss gediegen sein, absolut gediegen, absolut alles erklärt sein. Das ist wie, ja, wie ein Vertrag, wie ein Mietvertrag oder ein Handyvertrag. Den nimmt sogar da am Ende die Jugend, auch wenn sie den Vertrag nicht lesen will. So in dieser Art. Jetzt ist die Frage, wie macht man das so wie ein Handy an, bietet man das wie ein Handy an? Da müssen also Kampagnen kommen. Und ich persönlich bin der Meinung, das werden wir nicht leisten müssen, sondern wir reden, wenn es gut geht, dann mit verschiedenen Gruppierungen, zum Beispiel mit Friday for Future oder wem immer, Extinction Rebellion und was alles existiert, ne? Und erzählen denen, worauf es ankommt, und dann machen die ihre Kampagnen zum Thema und unterschreiben bei uns. Ist das deutlich? Das wäre für mich der Punkt. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Mitspieler, der uns sehr viele Stimmen einbringen wird. Das ist die Regierung. Wenn sie so weitermacht. Die macht schon ewig so und die macht auch so weiter. Es gibt ein ganz wichtiges Wort, eine Regierung im Verfall oder eine Gesellschaft im Verfall macht immer genau das Falsche. Und das werden die uns zugute tun, dass sie immer genau das Falsche machen und dadurch, der stärkste Anreger dieser Wahl wird die Regierung sein, ganz einfach. So Sätze wie durch Wahlen dürfen Wirtschaftsentscheidungen nicht in Frage gestellt werden, wie Herr Schäuble das gesagt hat oder sowas, die sind undenkbar und so weiter und so fort. Und das wird man immer mehr sehen und damit sehe ich das alles. Ja, so. Ja. Gut, da fällt mir aber doch noch eine wichtige letzte Frage ein, weil wenn man keine marktkonforme Demokratie haben will, also sozusagen die Wirtschaft unter der letztendlichen Souveränität des Volkes, sagen wir so, halten will, könnte das ja bedeuten, zum Beispiel, Sie befürworten das bedingungslose Grundeinkommen, das Volk befürwortet vielleicht noch viel stärkere Regulationen und einen viel größeren Ausbau des Sozialstaates, dass wir hier im Grunde genommen sowas wie ein mehrheitlich eingeführtes halbsozialistisches System haben? Das Wort halbsozialistisch. Oder vollsozialistisch. Es muss menschlich sein. Ich will mal sagen, und das Soziale ist, ich würde mal sagen, eines der ganz großen Elemente des Menschlichen. Es gibt ein anderes, das ist das Freiheitselement, das bewegt sich aber auf, das hat eigentlich seinen berechtigten Sitz in der Einsicht. Also in der Einsicht darf mir, wenn ich was einsehen will oder was, dann darf mir niemand sagen, was richtig ist. Das muss ich selber finden. Da bin ich absolutes Individuum. Und ich muss das Recht haben, mich im Sinne meiner Einsicht frei in die Welt zu stellen. Das ist die Besonderheit am Grundgesetz, dass man da nicht nur ein Recht auf freien Geist hat, die geistige Freiheit, sondern das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Umfasst, dass ich mich so in die Welt stelle, wie es meiner freien Einsicht entspricht. So, das ist auf dem Felde der Erkenntnis, auf dem Felde des Sozialen, da sind wir alle Sozialisten, da müssen wir sozialistisch sein, sonst geht die Welt kaputt und das ist eines der Probleme. Also nicht im Sinne sozialistisch, sondern man muss wissen, was man tut, was es dem anderen bedeutet. Und unter Umständen auch Dinge tun, die ihm gut tun, so dass sie ihm was bedeuten können. Das ist auch übrigens das Wesen der Wirtschaft. Das Wesen der Wirtschaft ist, ich backe eigentlich Brötchen, damit der Kunde was davon hat, nicht, dass ich was davon habe. Von daher wäre doch eine marktkonforme Demokratie gar nicht so schlecht, wenn das... Eine menschenkonformer Markt wäre gut. Mhm. Also ein sowas. Ne? Mhm. Also was heute Markt heißt, ist ja, wir haben ja in der Betriebswirtschaft völlig falsche, da heißt es, ein Betrieb ist dann gut, wenn er mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel Gewinn macht.
Dann haben wir die Volkswirtschaft, die macht das umgekehrt, die will Vollbeschäftigung, die will, dass alle Leute, die wollen keine Vollbeschäftigung, die wollen eigentlich niemanden beschäftigen, die wollen nur Gewinn machen. Also da liegen ja Lügen in diesen Systemen. Und die Marktwirtschaft, wenn man sagt, eine marktkonforme Demokratie, dann ist dieses Marktkonzept mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel Gewinn zu machen. Das liegt dahinter und das ist ein Ausbeutungskonzept. Und deswegen bin ich gegen diese marktwirtschaftliche Überbetonung oder gegen diese Marktüberbetonung. Absolut. Ja. Herr Böß, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Und wir haben Ihre Initiative vorgestellt. Unsereverfassung.de wird dann die Seite heißen. Ja. Jetzt ein Verein. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du sagst, der Kaiser.